Man, die haben auch nichts Interessantes zu Hause gehabt hier. Was ist denn da oben? Ein Riss. Brauche ich auch das andere. Also eine neue Fähigkeit. Was auch immer. Eine Rotzfahne und Couponpaket. Couponing. Da ist das zu. Earth. Aliens Welcome. Ja. Nein, ich will mich nicht nochmal einführen lassen. Edgars Kleber und Klebeband. Kann ich nichts machen. Dachte, ich könnte Spitterling wegpupsen. Wer wohnt hier? Bibi. Stopp, Bibi, ne? Meine ich. Ja. Wird schon stimmen. Buch der Schlauheit. Oh, da geht's im Keller. Was haben wir denn da? Ein Assassine. Ein super Assassine, super schnell. Willkommen in meiner Männerhöhle. Oder eher Männerküche. Aha. Erinnerst du Capri-Sonne? Oh nein. Oh, das waren die besten. Ich erinnere. Oh, ich erinnere. Erinner, Bernd. Erinnerst du Takeshis Castle? Klar erinnere ich. Beste Sendung überhaupt. Erinnerst du Takeshis Castle? Ich erinnere. Ich erinnere. Oh nein, wir haben Erinnerbären gefunden. Der weg hier. Ja, sie wollen die Welt erschaffen. Hallo? Ach, da könnte man einen Hamster reinstopfen. Oder sich selber schrumpfen und da rein. Aber das klappt halt noch nicht. Twirps. Twirps? Ach, wie auch immer. Das ist hier nix. Dann noch nach oben. Hallo, ist hier wer? Alter, ist eine Schatulle. Ein dumme, verzogene Pompunkt-Handy. Das Sparkle Friends Lipgloss. Eine Toilette. Ein 3-Sterne-Klo. Oh Gott, das wird anstrengend. Komm raus! Und Druck aufbauen. Kehrt rumgedreht. Oh. Wieder Druck aufbauen. Coole Moves. Ah, geschafft. Und abschütteln. Abgewichteter, was auch immer. War so geschockt davon. Oh. Abnehmen leicht gemacht und Stoffballen. Und abnehmen leicht gemacht, Taxigeld. Bruststraffercreme. Haben wir ja alles windet. Verdammte Axt. Oh nein. Gefällt deinen neuen Look? Hier bist du goldrichtig. Ist auch noch Wendy. Machen wir ein Selfie? Ich kann mich nicht mit Leuten verlinken, die modisch nicht auf der Höhe sind. Sorry. Lass uns ein Selfie machen und Instagram-Freunde sein. Oh ja, immerhin einer. Wuhu, Wendy Tesla Burger. Ist unser neuer Coon-Friend. Wir sehen uns auf Instagram. Sieh dir die neue atemberaubende Ware an. Hai-Anzug, Hai-Kapuze, Teufelsmaske, Haar feurig. Entschuldigung. Kinnflaum, Kinnriemenbart, Zauberbart, also Zaubererbart. Gott, da muss ich alles Rezepte. Immer Rezepte. Was kann man denn? Ach, man kann alles verkaufen. Wenn ich ein Messer verkaufe. Das ist nicht so schlimm. Abonnenten. Artefakte, Verbrauchsgegenstände, Komponenten. 10 Cent, so eine Sportflasche, davon brauche ich aber reichlich. Das
braucht eine richtige Mischung aus Geschick, Kreativität und einer krassen Missachtung der Lebensmittelsicherheit, um Kampf-Supersnacks herzustellen. Was soll ich denn anziehen? Damit die mit mir Selfie macht. Komm bald wieder! Ey, da ist so ein Quake-Bild. Was? Du brauchst einen neuen Look. Bis später! Würdest du eins dieser selbstgemachten Kostüme tragen, würde ich dich liken. Boah. Habe ich eins dieser selbstgemachten Kostüme? Immer eine schöne Kopfbedeckung. Und dann Cosplay-Neuling haben wir als Erfolg freigeschaltet. Ach, verdammt. Bevor. Ich kann mich nicht mit Leuten verlinken, die modisch nicht auf der Höhe sind. Sorry. Ah. Selbstgemachten Kostüme tragen, würde ich dich liken. Er hat doch ein selbstgemachtes Kostüm. Muss doch schon eins von dir kaufen. Zubehörzeit! Jetzt sind wir wie Cinna und Katniss. Der Wahnsinn, oder? So. Bis dann! Bis dann! Jetzt zieh ich den Haianzug an. Wenn das doch nicht funktioniert, dann kriegst du Ärger mit mir, du Fräulein. Noch ein. Ich habe jetzt Maske. Ich kann mich nicht mit Leuten verlinken, wow, die modisch nicht auf der Höhe sind. Sorry. Zubehörzeit. Ach so, ich muss eigentlich selbst eins herstellen. Das ist das mit gemeint. Komm bald wieder. Ah ja. Also craften. Da. Ach, brauche erst Rang 6. Na gut, da muss ich nochmal wiederkommen. Aber wieder umziehen. Pfui. Na komm, jetzt ziehen wir was anderes an. Das sind die Haare, das sieht so bescheuert aus. Hier waren wir überall, ne? Hab ich schon wieder vergessen, ja. Toilette machen wir auch. Nix wie weg. Sehr lustig. Briefkasten. Oh. Lottoangebot. Warte, da hinten. Boom. Das ist ein Ödland Velocitor. Artefakt. Oh nein, da sind welche. Stört uns nicht! Wir sehen Chaos! Kampfvorteil. Kampf starten, besiege die Chaos-Lakaien. Ein ganz schön großes Schlachtfeld. Vielleicht komme ich mit B ran? Ja, da komme ich an ein. Nee, ich kick ihn wieder zu euch rüber. Das sah schmerzhaft aus. Mission erfolgreich. Jetzt wird's chaotisch. Ich sag mal auf für dich, Alter. Ich bin drin. Okay. Er sagt mal auf für mich. Ich hoffe, dir hat die Laserbehandlung gefallen. Du kannst die Schutzbrille jetzt abnehmen. Wow. Ich brenne. Unordnung obsiegt! Ist das hier Wiederbelebung? Statuseffekte.
mehr nach verbrannten Haaren. Ich folge dem Ruf des Chaos. Oh, verdammt! Au. Du bist nichts gegen den Meister. Du bist jetzt Chaos, Bitch. Fühlt den Zorn von Humankind. Ach, verdammte Axt. Geh ich einen weg? Ja, den. Piu, piu! Gegner am Boden! Knie nieder vor Chaos drin. Oder verwirke dein Leben! Ha, ha, ja. Hast du das gesehen, Meister? Oh, bin ich dran? Verdammt, der kann nur auf dieselben Höhe angreifen. So trifft er den, ne? Nee, den trifft ihn nicht, verdammt. Welche Scheißfähigkeit soll ich einsetzen? Räuber kam's. Direkt ins Ego. Oh, rein, Neuer. Verdammt. Wir müssen die Lütte ja wegkriegen hier wieder. Aber wir haben ja noch X, damit treffen wir den. Ich hoffe jetzt mal, vielleicht kriegen wir den da aber auch weg. Ich kann nicht mehr lange. Kann sie auch selbst sein? Nicht wirklich, ne? Wer kann sich selbst ein Schild geben? Nein, kann er auch nicht. Dann essen wir lieber was. Das tat gut. Chaos ist ultimativ ist bereit. Wusste, dass er auf den geht. Flennst du jetzt? Ich würde flennen. Ja, du flämmst, aber wir nicht. Okay, ich bin dran. Ach, den hatten wir schon. Wollen wir uns mal die anderen ansehen. Hau sie weg, Neuer! Den hatten wir auch schon, aber wie ist es jetzt? Ja, sind wir ja super. Faust. Au. Fäuste lösen wirklich jedes Problem. Keil ich den mal am Boden. Wir haben gewonnen. Anarchie-Empfänger. Einführungs-DVD für Chaos angestellt. Das denkt an alles. Hey, da hinten ist noch. Erstmal der Busch weg. Spionagekamera. Kriegen wir wieder Geld raus. Sehr gut. Kommen wir hier rein? Im Community Center. Darmtoilette. Merkt keiner. Oh, es ist die Darmtoilette. Warte, müssen wir das mal hier wegnehmen hier. Wer war das denn? Ach, jetzt brauchen wir wieder irgendwas, was da rein kann. Was ein Haufen, ey. Oh Mann. Können wir nicht wegheben? Au! Da kommen wir also noch nicht weiter. Tat aber weh, ey. Voll ein Stromschlag. Ist der Katze? Hey! War ich nicht. War ich nicht. Was in der Ecke versteckt vielleicht? Nee. Hätte ja sein können. Warte, die Autotür kriegen wir auch.
Streichholzbrief, Zigarettenstummel. Die schließen ja raus, dass ich nicht hab. Handdesinfektionsmittel und Fade plus 1. Eine CD davon. Wow, da war ein kleiner Grafikfehler. Schnellreise freigeschaltet. Grundschule von Southmark. Das ist Speed-Kumpel. Das Schnellreisesystem ist voll ist bereit. Mit weiteren Stationen kannst du dein Netzwerk erweitern. Bei Schwierigkeiten kommt Blitzfreak vorbei. Bis dann. Ah, Verbündeter freigeschaltet. Das gürtende Kettenrezept. Achtel mit Buntstiften. Was? Arcana-Hut. Oh, hier können wir noch nicht weiter. Yes. No Cops. In die Schule oder ist die zu? Nein, wir können in die Schule. Oh Gott, geht ich zur Schule. So viel Hausarbeiten. Okay, aber mach keinen Scheiß, ja? Schluss mit dem Scheiß! Okay, aber diesmal kein Scheiß. Mach keinen Scheiß. Ich hab die Faxen dick von deinem Scheiß. Was denn? Ich hab's gemacht. Klar, machen wir ein Selfie. Wuhu, Ashley. Man sieht jetzt keine Gesichtsausdrücke mehr. Ja, danke. Klar, ich mach 10 Selfies täglich. Oh, 10 Selfies täglich. Sehr schön. Wuhu, Annie. Schick. Was ist die mit Schule dir? Ist aus. Was machst du noch hier? Mann, ich bin Streber. Oh, Level 3. Stellst du wieder irgendeinen Scheiß an? Jede Wette. Geht's vielleicht auch mal ohne deinen Scheiß? Okay, mal so einfach warten. Ah, ah, schön. Okay. Wuhu! Mr. Adler. Okay, Schluss mit dem Scheiß ein für alle Mal. Ja, ist ja gut. Ach, Mann, verdammt. Karte wollte ich aufmachen. Ich bin 30. Das geht zum Büro des Schulpsychologen. Was haben wir denn? Na, noch ein Artefakte. Wir könnten auch unsere Macht auf 40 setzen. Wo gehe ich dann gefürchtet? Vom Katalogvermarktern beneidet. Die Matrix erhöht die Hirnsynapsengeschwindigkeit mithilfe von Tachyonpartikeln. Die Weihnachtsferien sind noch so weit weg. Jetzt muss ich gucken, wie ich noch da oben komme. Da gehen wir erstmal. Bahnverseuchtes Sandwich. Köstlich. Mit Proteine. Sporthalle. Warum ist ein Täschchen? Mehrere Täschchen. Verdammte Axt. Die Mobile Smartphone. Dose Arschkörperspray. Poster, die tatsächliche Größe von Jung. Ah, ist noch ein Crackbild. Verwirrt vor der Schule. Oh, ist noch ein Täschchen. Stoffballen, verschwitzte Sportkleidung. Und nochmal Gegengift. Was ist das hier? Bin nicht vorbei. Go, Cows, go! Zausbar-Kühe. Ah. Jetzt kriegen wir einen Anpfiff. Oh, hi, du bist der Neue, richtig? Oh gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Mit mir als Vertrauenslehrer kannst du über alles reden, okay? Verstehe ich richtig, dass du über dein Geschlecht reden willst? Okay, also ich bin geschult in Geschlechtsfragen, okay? Du musst keine Angst haben. Okay, mein Kind, es ist wirklich einfach, wenn du über dein Geschlecht reden willst, dann
Du fängst an, indem du sagst, na ja, ich bin ein Junge oder ein Mädchen oder was anderes. Sonstiges. Lass dir Zeit, okay? Die Musik ist lustig. Okay. Okay. Im Prinzip haben wir ewig Zeit, aber je eher, desto besser. Ich bin Hubschrauber. Junge, gut, genau, geht klar. Also, Neuer, es mag dich verwirren, aber hör genau zu, okay? Du wurdest als Junge geboren. Das nennt man einen Cisgender-Jungen, okay? Oder Cis, kurz gesagt. Aber, also, du hättest dich auch erst zu einem Jungen entwickeln können, verstehst du? Wenn du nicht als Junge geboren bist, dich jetzt aber als einen identifizierst, das nennt man dann Transgender, okay? Oder kurz Trans, okay? Und dann fühlst du dich als Cisgender oder Transgender. Okay, warte einen kleinen Moment, ich muss deine Eltern anrufen. Das dauert nicht lange. Immer Ärger. Hallo, hier ist Mr. Mackey, der Schulpsychologe. Ja, hi, ich habe Ihr Kind hier in meinem Büro und also, er hat mir gerade erzählt, dass er Cisgender ist. Er identifiziert sich mit dem Geschlecht, als dass er geboren wurde. Oh, das wussten Sie. Okay. Nein, nein, das ist in Ordnung. Ich wollte nur, dass Sie wissen, dass er auch andere Optionen hat. Wissen Sie, man muss ja nicht immer das Erstbeste nehmen. Okay. Ja, nein, das ist super. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, ab jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen. Recht herzlichen Dank. Okay. Wiederhören. Okay. Okay. Ich bin froh, dass wir darüber geredet haben. Als Cisgender-Mann weiß ich aus Erfahrung, wie schwer es manchmal ein Junge haben kann, der sich entscheidet, jemand anders Geschlechtlichen zu lieben. Aber denk dran, Liebe ist Liebe. Selbst wenn du ein Kerl bist, der Titten liebt, okay? Aha. Kommen wir unsere ganzen... Sei vorsichtig, okay? Denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist, und mit denen musst du fertig werden, okay? Also komm jederzeit wieder. Haben wir einen neuen Eintrag in unserer Biografie. Oh, hallo Neuer. Nein. Oh, hier Katja, können wir aufmachen. Ah, ist gesperrt. Oh, können wir also nicht aufmachen. Hab wieder Unsinn geredet. Da oben kommen wir jetzt noch nicht hin. Aber irgendwann. Schau, schau, schau. Das ist doch ein Cisgender-Junge! Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen! Oh Mann, jetzt müssen wir uns mit den Hinterwäldern prügeln. Kampf starten! Dich prügle ich zum Hetero, so wie Harry damals, 94! Das Publikum wird toben! Blitzfreak, ja, natürlich dieselben Angriffe. Passt. SMB. Tauscht die Plätze mit einem Verbündeten und heilt ihn. Okay. X. Fügt einem feinen Schaden zu und verleiht plötzlich Unsichtbarkeit. Wie ein Blitz. Alter, verausgab dich nicht. Hiernach sehnst du dich nach Daddys Gürtel. Hey, ja. Alles okay, au. Super Craig? Klar, mir geht's super. Du schaffst das! Hier, den treffe ich. Glaube ich, besser ist, den hier erstmal umzuhauen. Erstmal holen wir uns den Doppelangriff. Oh, Doppelangriff! Für einen gewöhnlichen Sterblichen bist du echt schnell. Und noch ein. Cool and Friends für immer! Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialisten-Arsch. Komm, was macht denn da? Jetzt steht's au. Fest, euch zu verprügeln war echt eine gute Entscheidung. Es ist keine Zeit. Piu, piu. Piu, piu. Keine Sorge, die Augenbrauen wachsen nach. Wer braucht am meisten eine Trackprügel?
Da ist wieder einer im Weg, das ist das Problem. Was macht er denn da? Plus Q oder was ist der? Ich hab was für dich. Ich bin der wütend, ist ein Schwuler im Stripclub. Boah, böse. Machen wir so. Ja, so ist gut. Ich spüre regelrecht das Herzblut. Ist wieder sichtbar. Ja. Ah, hör auf, deine Bierdosen zu werben, du Sau. Halb Drachen, halb Mensch, ganz Held. Ja, kleiner Rückschlag. Piu, piu. Super Craig, einsatzbereit. Omega Crash Extra. Ich komm da, voll gegen das Auto. Ihr braucht schon Physik. Ah. Treffe ich den nicht? Ich hab einen Feind in der Nähe. Jetzt da treffe ich ihn. Ja. Spricht nichts gegen solide Prügel. Die ultimative Kraft ist bereit. Treffen wir den auch von hier aus? Ist blockiert. Müssen wir nah ran. Kann ich von hier aus überhaupt irgendwas machen? Hübscher Fan Osthybrid. Ja. Cooler Move. Hat mich unterhalten wie ein TV-Mehrteiler über mehrere Abende. Denn so schnell nehme ich die Dinge wahr. Oh nein, der Stiefel. Oh. Ja, scheiße. Heute ist mit leichten Brisen und verstärktem Lasereinschlag zu rechnen. Humankind. Piu, 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 Laser! Oh. Bravo, gute Arbeit, etc., etc. Eine Bilderbuchlandung. Die Hinterwälder haben wir verprügelt. Fassschmiede-Artefakt und 26 kleine Cent. Und Artefakt-Sammler habe ich weitergemacht. Oh, sehr schön. Okay, da oben müssen wir noch zur Kirche. Da hinten müssen wir nachts hin. Du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du glaubst, dass sich dein Geschlecht geändert hat. Das ist völlig normal. Ich brauche keine Apple beim Outfit. Das ist toll so. Umschauen hier. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo ein Geheimnis. Ist hier was? Ist hier was? Hallo? Ah, da war ein Schnellreisebogen. Edgars Kleber. Und so weiter. Mann. Kirche von South Park. Das ist nicht schön. Das ist super. Gehen wir hier rein? Ne, da ist kein goldener Griff dran. Können wir auf dem Friedhof. So, da hinten ist was. Wartet. Da kommen wir da durch. Jawohl. Das ist Gusadilla. Ist spezial. Verbrauchsgegenstand. Dreifach Ballaststoff Rindfleisch Powerbar. Das ist Loch. Auf in die Kirche. Oh, hallo, mein Kind. Dich habe ich ja noch nie gesehen. Aber du kommst zur rechten Zeit. South Park steht am moralischen Abgrund. Unsere Katzen werden gestohlen, Häuser mit Klopapier geklopappt. Okay, vielleicht ist jetzt noch nicht der jüngste Tag, aber wir brauchen einen Helden. Ich frage jetzt mal ganz gerade heraus. Siehst du dich selbst als einer von den Guten? Ich kann deine Verwirrung verstehen. Aber für jeden von uns kommt irgendwann der Tag der Entscheidung. Wirst du zu Jesus finden und den richtigen Weg wählen? Wirst du auf dem Mittelweg lavieren? Vom dritten Weg wollen wir gar nicht sprechen. Ich hoffe, du bist Teil der Lösung, nicht des Problems.
Tu den ersten Schritt, mein Kind. Betritt diese Meditationskammer. Dort kannst du dich deinen schlimmsten Ängsten stellen. Stell dich deinen Ängsten, neues Kind. Stell dich deinen Ängsten. Nein, geh da nicht rein. Dein Dad hat deine Mom gefickt. Hast du Angst im Dunkeln? Vor Schlangen? Der Farbe Blau? Oh, hey, ich bin in deiner Fantasie. Nur ein netter katholischer Priester, der dich ein bisschen besser kennenlernen möchte. Ja, genau, ich bin auch voll in deiner Fantasie und werde dir gleich die Schultern massieren. Hast du dir sowas jemals träumen lassen? Lass mich das Licht hier drin ein bisschen heller machen, damit wir dich auch sehen können. Oh mein Gott, besiege die Priester. Der hier mag es wohl etwas ruppiger. Soll mir recht sein. Diese Gegner setzen langsame Attacken ein, wenn du einen den gestreiften Quadraten auf dem Schlachtfeld erkennst. Lass einfach nur ausweichen. Frage ist, treffe ich hier auch einen? Ich bin auch für Geburtstagspartys zu buchen. Gute Frage. Die Treppe ja dann aber niemand, wenn ich auf dem Feld bleibe. Ja, ich muss das Risiko mal eingehen. So was. Alle Kinder Gottes verdienen seine Liebe, also halt still. Ich werde gleich dein Gefäß füllen. Ah. Mann, dieser Priester mag Kinder wirklich sehr. Seine Umarmungen will man echt vermeiden. Sonst brauchst du vielleicht wirklich ein Handtuch. Ja. Ich muss mir den einen erstmal loswerden. Wir hatten gehofft, du wolltest büßen, Sünder. Boah, ich bin voll angewidert. Komm raus, wo immer du bist. Oh, gleich bin ich in Stimmung. Gott, ich muss erstmal mit. Bin ich immer noch angewidert? Ich werde beim gewählten Mitglied eine mittlere Menge Gesundheit wieder, ja. Boah, 200 ist eine mittlere Menge. Ich habe Gottes Liebe hier. Wer will sie spüren? Du bist eine Sünde wert. Man muss gut aufpassen hier. Schlag mich. Blöden Priester. Hier, kleines Kindchen, komm raus zum Spielen. Oh, gleich bin ich in Stimmung. Oh nein, hier komme ich nie raus. Ah, au, herrje. Na, ich sag doch, komme ich nie raus. Oh, Gottes Liebe erfüllt mich. Gott segne dich, ich habe gesündigt. Oh Gott, wie angewidert. Ich bin schon mal einen los. Ja, er ist richtig auferstanden. Oh, das mag ich. Immer schön außer Reichweite bleiben. Ich habe niemanden, dem ich Gottes Liebe geben kann. Viel früher nutzen sollen.
jetzt aber. Oh. Mit dem. Das reicht doch noch nicht. Ah, er steht immer noch. Gleich spritze ich dich mit Gottes Liebe voll. Ha! Gott sagt, nein. Liebe deinen Nächsten. Du kannst ja direkt angreifen. Du bist tot. Nein. Game over, Spiel ist vorbei. Das war's. Nein. Jetzt der Speicherpunkt.